Katzenmeier präsentiert das Sportbegriffe ABC. 26 Buchstaben, 26 Sportbegriffe. Und der heutige Buchstabe lautet E. Und heute suchen wir den Begriff die Eskimo-Rolle, beziehungsweise auch Kenter-Rolle genannt. Wir waren in Mannheim und haben mal geguckt, ob die Leute etwas mit dem Begriff anfangen können. Eskimo-Rolle? Nein, weiß ich nicht. Eis. Wissen Sie, dieses aufgerollte Eis? Kann gut sein, ja. Kann ich mir vorstellen, dass das was zu essen ist. Irgendwas Fleischhaltiges, Fettiges wäre jetzt meine Idee. Und irgendwas Gerolltes, im Blätterteig. Nein, wir suchen hier doch nichts zu essen, sondern einen Sportbegriff. Boah, vielleicht Husky-Rennen, Schlittenlauf, irgendwas in der Richtung? Ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, aber ich denke, meine Eskimo-Rolle hat was mit dem Kajak zu tun. Goldrichtig. Die Kenter-Rolle ist eine Methode, die vor allem für die Menschen früher überlebenswichtig war und dementsprechend benannt wurde. Schwingen die sich dann so rum? So, ja, und dann? So, aber wie sie wieder hochkommen, weiß ich nicht. Also, ja, klar. Aber genau. Soweit ich weiß, ich glaube, wenn man umgekippt ist oder so, macht man eine Eskimo-Rolle, um dann wieder normal auf dem Wasser zu sein. Exakt. Die Eskimo-Rolle ist eine Technik, um ein gekentertes Kajak schnell und ohne aussteigen zu müssen wieder aufzurichten. Und auch unser Olympiasieger im Viererkajak Max Lemke hat gerade in jungen Jahren die ein oder andere Erfahrung mit dem Boot auf dem Kopf machen müssen. Ja, also Kentern, klar, wenn man mit dem Sport anfängt, da gehört das zum täglich Brot, sage ich mal. Unsere Boote sind ja nicht besonders stabil, aber in den Rennbooten ist es unheimlich schwierig, eine Kenterrolle zu machen, weil wir natürlich keine Fixierung im Boot haben. Im Kajakrennsport ist die Kenterrolle deshalb eher seltener von Bedeutung. Bei anderen Gewässern sieht das anders aus. Normalerweise brauchst du es einfach im Wildwasser. Wenn du da von den Strömungen umgekippt wirst, kannst du ja, ist dein Boot ja der einzige Auftriebskörper, musst im Boot bleiben und drehst dich dann quasi wieder auf die Oberfläche. Die Kenterrolle gibt es in verschiedenen Formen und ist abhängig von der Lage des Paddlers zur Strömung, der Strömungsform sowie der Paddelstellung beim Kentern. Und gerade im Sommer nimmt man so eine Abkühlung dann ja auch gerne freiwillig in Kauf. Bock auf Bewegung? At home unter pfitzenmeier.de